Ein Schiff bewegt sich scheinbar in Richtung Innenstadt. Doch es ist gefangen in einem kleinen Gewässer. Ludger Geerdes schuf dieses 43 Meter lange Schiff, das viele Assoziationen freisetzt. Das tempelartige Holzhaus weckt Fernweh. Hier am Rande der Großstadt. Mehr als 60 Skulpturen der zeitgenössischen Avantgarde prägen den öffentlichen Raum der Stadt. Eine einzigartige Dauerfreiluftausstellung moderner Kunst. Besonderer Publikumsmagnet ist die alle 10 Jahre stattfindende temporäre Ausstellung Skulpturprojekte. Allein zur Ausstellung 2007 kamen mehr als 500.000 Besucher. 100 Tage prägten 34 zusätzliche, ganz neue Skulpturen, Videoinstallationen und Projekte das Stadtbild. Eigens geschaffen für diese Schau. Wie kommt es, dass ausgerechnet Münster mit seinen 280.000 Einwohnern in der Kunstwelt eine solch herausragende Stellung einnimmt? Und das, obwohl die Einwohner bei etlichen Werken Jahre benötigten, um eine Liebesbeziehung zu entwickeln. Und manche sind auch nach 20 Jahren noch immer für eine Diskussion gut. Ich habe immer gedacht, was soll dieses Rostding da? Aber wirklich hässlich, ne? Oder? Absolut nicht passend zum Turm. Einige sehen ein bisschen komisch aus und sagen auch, was sollen die hier? Aber andersrum, ich glaube, die meisten Künstler wollen das ja eh ein bisschen provozieren, oder? Münster und die moderne Kunst. Diese Symbiose begann hier. Mit einem Geschenk an die Stadt im Jahr 1973. Der Künstler George Rickey war bekannt für bewegte Formen, sogenannte kinetische Kunst. Das sind die drei rotierenden Quadrate von George Rickey. Wenn man sich das anschaut, sieht man in der Mitte diese Stele. Daran angebracht sind diese drei Metallplatten, Quadrate. Und die hängen so, dass im Grunde genommen ein solches Hängen gar nicht möglich wäre. Denn der größere Teil der Platten hängt oben, das heißt steht aufrecht. Und in der Physik ist es ja so, dass der größere Teil bei einer solchen Aufhängung sicherlich nach unten klappen würde. Das ist hier nicht der Fall. Das liegt daran, dass im unteren Teil dieser Platten Gewichte eingebaut sind, sodass die Platten immer aufrecht erhalten werden. Aber als das hier aufgestellt wurde, das war 1973, da sorgte dieses Kunstwerk in Münster für Aufsehen und für Empörung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in der Zeitung geschrieben wurde, Leserbriefe ohne Ende. Es ging darum, was für eine Schande, so etwas als Kunst zu bezeichnen und was so etwas hier wohl zu suchen hätte. Ja, und das war so ein bisschen der Auslöser dafür, dass Münster und die moderne Kunst sich ein wenig näher kamen über die nächsten Jahrzehnte. Und zwar in der Skulpturprojekte-Ausstellung. Die Idee einer großen Skulpturenausstellung von Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Stadt Münster war geboren. Schon die erste 1977 veränderte das Stadtbild nachhaltig. Zunächst vor allem rund um den Aasee. Der Amerikaner Klaas Oldenburg, Meister der Pop-Art, schuf drei gigantische Billardkugeln. Der ganze See als Billardtisch. Längst ist diese Skulptur zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Einer der Initiatoren der 4 Ausstellungen Skulpturprojekte 1977, 87, 97 und 2007, Kurator Kaspar König. Ihm und dem damaligen Leiter des Westfälischen Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte Klaus Bussmann gelang es, die bedeutendsten zeitgenössischen Künstler nach Münster zu holen. Kunst im öffentlichen Außenraum ist natürlich dort, wo man es nicht erwartet, wie im Museum, da erwartet man Kunst. Also muss es sich plausibel machen, es muss Gestalt finden, es muss eine Logik haben für Menschen, die offen und neugierig sind. Und es darf nicht aufdringlich sein. Also wir können nicht, Gott sei Dank, mit irgendwelchen kunstinternen Argumenten daherkommen, sondern wir müssen an die Intelligenz von anonymen Bürgern, Passanten appellieren. Dass auch Menschen, die hier leben und die hier arbeiten, oftmals indirekt, indem sie sehen, dass andere hier hinkommen, dass es in den Medien ausführlich diskutiert wird, dass sie eine andere Wahrnehmung ihrer täglichen Umgebung bekommen. Und ich glaube, man kann es auch sehen, dass doch relativ viele Werke in Münster verblieben sind. Das war aber nicht der Anlass, das war nicht der Ausgangspunkt. Und dass sie eigentlich alle sehr diskret und nicht marktschreierisch ihre Existenz ausleben.
Kunst im öffentlichen Raum. Zunächst war sie monumental, wie die zwei Betonringe von Donald Judd. Zwei Kreise, der innere exakt horizontal, der andere der Schräge des Abhangs folgend. Die spiegelglatte Fläche des Sees und die Neigung des Hangs widerspiegelnd. Die Idee ist der Natur entnommen, doch die Betonringe bilden einen klaren Kontrast zur Landschaft. Besonders die Kugeln von Klaas Oldenburg waren umstritten, aber auch andere Werke, wie Zeitungsartikel von damals zeigen. Billard entwurzelt und Polizei belagert. Mit Spundwandteilen bewaffnet gelang es einer Gruppe von vornehmlich jungen Leuten, eine der Giant Pool Balls des Amerikaners Klaas Oldenburg zu entwurzeln. Die Polizei nahm drei Personen vorläufig fest. Zwischen Tradition und Wagnis. Ein Gewinn oder eine Frechheit? Wir haben quasi zwei Redakteure für dieses Jahr eingespart und haben aggressive Leserbriefe veröffentlicht. Aber daraus gab es dann auch sehr differenzierte Debatten. Aber eigentlich das heiß umkämpfteste Stück war eigentlich die Arbeit vom Ulrich Rückriem direkt der Petrikirche gegenüber. Diese Felsblöcke, geschaffen 1976 von Ulrich Rückriem, waren Auslöser eines jahrelangen Kulturkampfes. Eine senkrechte Wand aus 9 keilförmigen Steinrohlingen grenzt an den Fußweg neben der Petrikirche. Durch sie ist ein neuer Raum entstanden. Auf der einen Seite spätgotische Formen der Kirche aus Ziegel und Sandstein, gegenüber abstrakte Keile. An ihnen schieden sich die Geister. Die Diskussion um diese Skulptur wurde bis in die höchsten Kreise geführt. Schließlich musste sie 1981 wieder entfernt werden. Mal sehen, ob die Leute Entbehrungserscheinungen kriegen oder nicht, meinte Rückriem, als sie entfernt wurde. Die Leute bekamen sie. Die Stadt erwarb, Dolomit zugeschnitten, und stellte die Skulptur 1986 am alten Ort wieder auf. Auch andere provozierten. Die gelbe Madonna von Katharina Fritsch in der Salzstraße. Sie wurde zweimal entwendet und beschädigt. Eine der beliebtesten und aufsehenerregendsten Installationen stand 1997 vor dem Schloss. Der aus Korea stammende amerikanische Medienkünstler Nam June Paik holte 32 Oldtimer nach Münster. Vor Ort wurden sie komplett silberfarben gestrichen. Ein Monument unserer mobilen Gesellschaft. Aus dem Wageninnern erklang während der Skulpturprojekte Ausstellung Mozarts Requiem. Die meisten Arbeiten wurden, wie diese, nach 100 Tagen wieder abgebaut. Etliche verbleiben aber auch nach jeder Ausstellung, können vor allem dank des finanziellen Engagements von Bürgern und Einrichtungen angekauft werden. 2007 realisiert. Das Werk von Bruce Nauman bleibt dauerhaft in Münster. Diese Skulptur aus Eiben hat das Unternehmer-Ehepaar Andrei Jeckering finanziert. Der Verein der Kaufmannschaft erwarb die Mosaikfläche von Martin Beuys. Welche Werke auf Dauer einen prominenten Platz in Münster bekommen, ist immer für eine Diskussion gut. Auch nach der Skulpturprojekte 2007. Einer der Publikumsmagneten 2007 war die Skulptur von Silke Wagner.
Sie dokumentiert die Lebensgeschichte des Münsteraners Paul Wulff und setzt sich dadurch kritisch mit dessen Diskriminierung und Verfolgung im Nationalsozialismus auseinander. Sollte diese Skulptur in der Stadt bleiben? Wochenlang gingen die Emotionen hoch. Auch dieser Reichsadler der New Yorker Künstlerin Martha Rosler setzt sich mit dem Umgang mit der Geschichte auseinander. Ein Symbol aus dem Nationalsozialismus, platziert mitten in der Stadt. Eine Provokation. Dies gefiel den engagierten Kunstförderern aus der Bürgerschaft. Trotz der Diskussionen um das Werk ermöglichten sie den Ankauf. Ein Erfolg für Matthias Lückertz vom Freundeskreis des Westfälischen Landesmuseums. Ich bin ein Kind der Stadt und habe mit Münster eine starke emotionale Beziehung. Und ich meine, dass in einer Stadt wie Münster, die ein sehr aufgeklärtes Bürgertum hat und über große Qualität verfügt, wir keine Angst haben brauchen, auch etwas kritischere Themen, die sich mit nicht nur den schönen Seiten unserer Geschichte befassen, auseinanderzusetzen. Und deshalb finde ich es prima und ganz persönlich gefällt sie mir auch von der Ästhetik der Arbeit sehr gut. Und deshalb freue ich mich, dass wir sie haben. Der Zwinger an der Promenade war im späten Mittelalter Teil der Stadtbefestigung. Er diente als Gefängnis, war während des Nationalsozialismus Hinrichtungsort der Gestapo. Die Künstlerin Rebecca Horn hat sich mit diesem dunklen Ort beschäftigt und eine eindrucksvolle Installation geschaffen. 42 kleine Hämmer schlagen einen Rhythmus. Ein vieldeutiges Mahnmal. Bestimmte Morse-Alphabete, die Häftlinge in den Gefängnissen entwickelt haben, sodass sie sich untereinander verständigen konnten. Und dieses Klopfen, was wir jetzt hören, das erinnert eben auch so ein bisschen daran. Und diese Installation, all dieser Hämmerchen und dieser Lampchen, die ihr gesehen habt, auch hier dieser Trichter unten, das Becken, das ist von Rebecca Horn. Und die hat das Ganze schon 1987 das erste Mal hier installiert. Davor war der Zwinger überhaupt nicht zugänglich. Und da tropft immer wieder ein Tropfen runter, unten rein. Seht ihr? Münster, die Stadt der Skulpturen. Die größte Freilichtausstellung in Europa mit moderner Kunst. Werke aus 4 Jahrzehnten. Ha ha ha!
Mit seiner Bushaltestelle schuf der Amerikaner Dennis Adams benutzbare Kunst. In zwei Leuchtkisten Fotos aus dem Prozess gegen den Nazi Klaus Barbie. Ganz poetisch. Der Antennenmast am Aasee mit Buchstaben aus Drahtgeflecht. Mein Lieber, du liegst im Gras, den Kopf im Nacken. Um dich herum keine Menschenseele. Du hörst nur den Wind und schaust hinauf in den offenen Himmel. In das Blau dort oben, wo die Wolken ziehen. Das ist vielleicht das Schönste, was du im Leben getan und gesehen hast. Ein Kreis aus gemauerten Ziegelsteinen. Darin konserviert der Niederländer Herman de Vries seit 1997 ein Stück Natur. Passanten können nur durch vier Bullaugen aus den verschiedenen Himmelsrichtungen hineinschauen und entdecken, wie sich die Flora ungehemmt entwickeln kann. Die Brombeere, die Eschen. Hier rechts nochmal. Das ist Esche. Die Eschen. Die Esche. Die Esche, ne? Ja, und da hinten siehst du schon die Eiche. Ne? Ja. Sonst müssen wir noch ein paar Sonnenblumenkerne reinwerfen. Also wenn wir lange nichts gemacht haben bei uns im Garten, dann sieht es auch so aus. Ja, ich denke, dann können wir am besten rumgehen. Ne? Zu gucken, was vollkommen kommt von vollkommen. Ja. Das bleibt vollkommen. Ja, das ist ganz interessant, mal die Natur so zu lassen, wie sie ist. Und mal in 100 Jahren zu gucken, was dann geschieht mit dieser Fläche. Der Rathausinnenhof wurde zum 1200-jährigen Jubiläum der Stadt neu gestaltet. Der spanische Bildhauer Eduardo Chillida schuf eine Skulptur für die Stadt des Westfälischen Friedens. Toleranz durch Dialog, so der Titel der zwei Bänke aus Stahl, eingebettet in historische Bausubstanz. Für Dr. Berthold Tillmann eine der schönsten Skulpturen in der Stadt. Diese Skulptur ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Objekt, das die Münsteraner und die vielen Besucher in Besitz genommen haben. So soll das ja sein. Sie sollen auf den beiden stilisierten Bänken sitzen, sollen sich unterhalten und sollen im Prinzip auch den Geist der Skulptur, nämlich Toleranz durch Dialog zu üben, eben nicht durch Waffengewalt, nicht durch Gewalt insgesamt, sondern durch Sprechen, miteinander reden, durch Interessenausgleich, sollen sie dadurch nahezu symbolhaft erfahren. Ich weiß nicht, ob das jeder tut, der da auf der Skulptur sitzt, aber ich glaube, wenn er sich ein bisschen mit den Hintergründen des Objektes beschäftigt, dann wird er relativ schnell die Aussage auch erfahren können. In der Nähe des Schlosses zwischen Promenade und Universitätsgebäuden am Hindenburgplatz hat der Däne Per Kirkeby zwei Projekte realisiert. Eine Skulptur sieht aus wie ein Lüftungsschacht, ist nicht gleich für jeden als Kunstwerk erkennbar. Eine und noch eine, zwei Backsteinskulpturen von Per Kirkeby, ein dänischer Künstler. Der hat hier Backstein verarbeitet. Also das ist so der typische Stein, das typische Baumaterial, aus dem in Münster immer noch gebaut wird. Und Kirkeby hat so ein bisschen hier einen Bezug hergestellt von Skulptur und Architektur. Das scheint wie so ein Fenster zu sein, aber es ist kein Fenster, sondern dahinter ist alles geschlossen und das ist nur ein bisschen aufgebrochen und eben schließt plan ab mit der Oberfläche. Dieses horizontale Kunstwerk, das wird benutzt als Sitzfläche, als Tisch, als ich weiß nicht was. Da sieht man auch schon den Unterschied. Das sieht deutlich älter aus oder benutzter aus als jetzt hier die vertikale Struktur. Wie viele andere Kunstwerke, die während der Skulpturprojekte Ausstellungen entstanden sind, ist auch Kirkebys Kunstwerk nicht für die Ewigkeit gemacht worden. Konzipiert sind viele nur für die Ausstellungsdauer von etwa 100 Tagen. Die Folge? An vielen nagt der Zahn der Zeit. Sie müssen aufwendig restauriert werden.
In Vorbereitung der nächsten Ausstellung werden viele Kunstwerke jedes Mal umfangreich instand gesetzt. Die Stahlskulptur Dialog mit Johann Conrad Schlaun vor den Toren der Stadt. Ein massiver Stahlquader mit einem Gewicht von 40 Tonnen ist an einer Seite um 7 Grad abgesenkt. Er verneigt sich vor der Barockarchitektur des Rüschhauses, zu dem die angrenzende Allee führt. Hier lebte die westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Ein Kontrast zwischen beschwingter Barockarchitektur und monumentalem Stahl, geschaffen von Richard Serra im Jahr 1996. Doch auch an ihr nagt der Zahn der Zeit. Ohne die Unterstützung durch Paten wäre eine dauerhafte Erhaltung der über 60 Skulpturen in der Stadt kaum vorstellbar. Zwei von ihnen, die Eheleute Andrei Jeckering. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm mit den Graffitis. Ich glaube nur, ab und zu kann man die auch wieder runternehmen. Die Graffitis zeigen ja, dass sich jemand auch mit diesem Objekt beschäftigt hat. Und ich glaube, das wollte Serra auch. Der will ja mit diesem Objekt irgendwas sagen und irgendwas zeigen. Er will die Achse demonstrieren, er will sich selbst demonstrieren, er will das Material demonstrieren und das Material kann auch benutzt werden. Aber ich denke, man kann von Zeit zu Zeit den Serra auch wieder in seinem ursprünglichen Kleid des Rostes wiederherstellen. Sie müsste hier eben jetzt eine ruhige Fläche haben, damit sie überhaupt zum Tragen kommt. Dieses ganze Gedöns, nenne ich das jetzt mal, erschlägt sie. Ich finde es natürlich toll, dass die Stadt Münster das auch für andere Kunstwerke macht und es gehört für mich zum normalen Bürgersinn dazu, dass wer das kann und will, auch entsprechende Patenschaften übernimmt. Alle 10 Jahre wieder. Beispiel Skulpturprojekte 2007. Eröffnungsfeier im Landesmuseum und Bürgerfest zur Einstimmung auf 100 Tage Ausstellung. 34 Projekte von 36 Künstlern aus 14 Ländern werden im öffentlichen Außenraum präsentiert. Eine Blume aus abgesägten Surfbrettern von Marco Lehanka. Vor dem Erbdrostenhof platziert Andreas Siegmann eine Protestskulptur aus 13 gepressten Plastikfiguren. Eine umgekehrte Pyramide zeigt Bruce Naumann. Ein Kunstwerk rund um einen vorhandenen Brunnen konstruiert Thomas Schütte. Eine Art Ausstellung in der Ausstellung präsentiert Dominique González Förster. Die Neugestaltung einer öffentlichen Toilette demonstriert Hans-Peter Feldmann. Rückblick. Vorbereitungen für die Skulpturprojekte 07. Im Spätsommer 2006 legt der Pole Pavel Althamer hier, an einer Kreuzung mehrerer Rad- und Fußwege, einen imaginären Trampelpfad an, der ins Nirgendwo führt. Ich sehe niemanden, der mitten über diese Wiese fährt oder seine eigenen Wege sucht. Alle akzeptieren die asphaltierten Wege. Aus der Tradition bedeutet ein Pfad für mich seit meiner Kindheit etwas anderes. Man ging nicht auf vorgegebenen Wegen, sondern suchte das Besondere. In Polen gibt es viele Beispiele für Abkürzungen. Als ich hierher eingeladen wurde, war meine erste Idee, rauszugehen in die Landschaft.
So möchte ich auch mit der Tradition brechen, dass die Skulpturprojekte überwiegend in der Stadt platziert sind. Irgendwie möchte ich aus diesem Kontext entfliehen. Althammer sucht seinen Weg. Wie alle teilnehmenden Künstler an den Skulpturprojekten wurde auch er eingeladen zu einem Münsterbesuch. Die Künstler entwickeln so einen Bezug zur Stadt und erkunden ihre Skulpturstandorte. Der belgische Künstler Guillaume Beil entwarf für 2007 eine Skulptur, die an eine archäologische Ausgrabung erinnert. Vom Entwurf und Modell zur fertigen Skulptur. In einem Loch kann der Betrachter eine Kirchturmspitze entdecken. Sie verwischt beim Betrachter die Grenzen zwischen Kunst und Realität. Die Arbeit ist von den vielen Türmen und Kirchen in Münster beeinflusst. Sie regt zum Nachdenken an, ein Wechselspiel von Fiktion und Wirklichkeit. Rund um die Skulpturen gab es auch 2007 ein breites Rahmenprogramm. 365 öffentliche Führungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch Bundespräsident Horst Köhler nutzte die Gelegenheit. Die Geschichte der Skulpturprojekte von 1977 bis 2007 wurde in einer Archivausstellung präsentiert mit Fotos, Modellen und Briefen der Künstler. Kuratorin Dr. Brigitte Franzen freut sich über neue Entwürfe, die im Museum verbleiben, und einen gelungenen Kunstsommer. Das ist ein riesiger Fundus, ein Schatz sozusagen, mit dem man weiterarbeiten kann. Und über diese Skulpturen hinaus gibt es natürlich Korrespondenz, es gibt Modelle, es gibt Ideen von nicht realisierten Werken, die hier in der Archivausstellung zum ersten Mal jetzt zusammengefasst worden sind und präsentiert werden in einer Auswahl von 85 Projekten. Insgesamt haben eben über die gesamte Laufzeit 77, 87, 97 und 07 über 175 international bedeutende Künstler hier teilgenommen. 2007 war die erfolgreichste Ausstellung von allen vier Ausgaben mit etwa 600.000 Besuchern. Es war wieder eine sehr spezifische Ausgabe. Dieser 10-Jahres-Rhythmus der Ausstellung ist essentiell. Das bedeutet wirklich, dass in der Gesellschaft sich so viel verändert hat, aber auch in der Kunst natürlich, dass man neue Aussagen, neue Situationen schaffen kann. Vor dem Schloss, angeregt von der Allgegenwart des Fahrrads in Münster, schuf Richard Artschwager 1987 sein Fahrradständer-Monument. Sicherlich eine Sache. Fahrradständer zu verändern, zu modifizieren. Das hat bisher in Münster wohl noch keiner gemacht. Aber das ist sicherlich auch etwas, was die Leute, die nach Münster kommen, das erste Mal die Masse an Rädern sehen, bewundern. Nicht nur den fließenden Verkehr, sondern auch den ruhenden Verkehr. Und wenn man das dann anschaut, erkennt man eigentlich auch nicht gleich, dass es wirklich Kunst ist, sondern man denkt, es ist sicherlich irgendein Fertigbetonteil, das einen verborgenen Nutzen eventuell haben könnte. Aber tatsächlich ist es kein Nutzen, sondern es ist Kunst. Außergewöhnlich. Spontan würde ich jetzt sagen, dass es mir nicht besonders gefällt, weil ich es ein bisschen matt finde. Aber künstlerische Freiheit. Münster, eine einzigartige große Ausstellung moderner Kunst. Mehr als 60 Skulpturen der internationalen Avantgarde prägen den öffentlichen Raum. In Münster lernt man Plastik sehen, schrieb ein Kunstkritiker schon zur Skulpturprojekte 1977. Seitdem ziehen im 10-jährigen Turnus Künstler hunderttausende Ausstellungsbesucher in ihren Bann. Moderne Kunst, allgegenwärtig. Und für viele ein liebgewonnener Bruch mit Traditionen. Für die Bürger ein jahrzehntelanger Prozess, in dem sich ihr Blick auf die eigene Stadt verändert hat. Hier gibt es viel Fachwissen. Die Leute sind nicht nur neugierig, sie sind auch gebildet. Etwa 30 bis 50 Künstler sind jeweils an den Skulpturprojekten beteiligt. Sie entwickeln weiter, was mit den drei rotierenden Quadraten 1973 begann.
Also mir geht es ja nur darum, dass es weitergeht auf hohem Niveau. Und ich bin sicher, dass wir schon in wenigen Jahren sozusagen ein auch Kriterien schaffen, wo eben die Stadt und der Landschaftsverband und das Land Nordrhein-Westfalen und natürlich die Künstler überhaupt sagen, ja, es ist notwendig und wichtig, dass es weitergeht. 4 Jahrzehnte, in denen sich die Stadt verändert hat, in denen sich die Kunst verändert hat. Ein einzigartiges Experiment und eine kulturelle Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben wird. In Münster, der Stadt der Skulpturen.